So, mein Lieben, da sind wir wieder zu einer ganz brandneuen Folge Contraband Police und ich habe dieses Mal ein wenig weiter gespielt schon vorher, damit wir einfach ein bisschen den Fortschritt erkennen innerhalb des Spieles und ich sage euch, es ist einiges passiert. Wir suchen nicht nur nach falschen Papieren oder geschmuggelten Waren, nein, wir haben zwischendurch Überfälle, wir haben Einsätze außerhalb unserer Station, wir haben Verfolgungsjagden, wir haben alles Mögliche und wir müssen sogar den Fahrzeugzustand überprüfen und sicherstellen, dass das Fahrzeug intakt ist. Dazu müssen wir einige Tagesauflagen beachten und. Es ist richtig viel dazugekommen. Und wie das Ganze im Spiel aussieht, das sehen wir jetzt. Viel Spaß dabei. Intervention, neue Interventionsmission verfügbar. Ja, dann drücken wir F2. Abfang von Schmuggelware. Wir haben einen Tipp über den ungewöhnlichen Schmuggeltransfer bekommen. Der Schmuggler vergruben die Kiste auf dem Akistan-Friedhof. Wirst du helfen, die Schmuggelware abzufangen? Ja, natürlich. Sei dort, bevor die Zeit abläuft. Finde heraus, wo die Schmuggelware versteckt ist. Benutze eine Schaufel, um sie auszugraben. Nimm dich vor der Schmuggelbande in Acht. Sie hängen vielleicht irgendwo herum. Belohnung 800. 800 Belohnung, machen wir locker. So, ab zum Auto. Der Tag hat noch gar nicht begonnen. Wir sind mitten in der Nacht hier unterwegs. Aber still zu hier, bevor hier noch flüchtige Schmuggler durchlaufen. Und dann ab in die Karre. Aber wir müssen ohne großes Tamtam fahren. Wir wollen ja nicht die gesamte Aufmerksamkeit auf uns ziehen. So, wo müssen wir eigentlich hin? Wo müssen wir hin? Da. Ah ja, okay, dann fahren wir außenrum. Außenrum ist gut. Einmal außenrum kommen wir auf jeden Fall dorthin. Ja, Leute. Ich bin hier, Spion geheimer Missionarsstellung. Oder so ähnlich. Heißt das. So. Immer weiter. Was ist denn das? Oh, Mann. Immer wieder ein Baum auf der Straße hier. So, wo ist meine Axt? Wo ist meine Axt? Axt. Wieso habe ich keine Axt mehr? Och, Leute. Euer Ernst, wieso ist meine Axt weg? Ich kann da nicht langfahren. Komm schon. Wo bin ich jetzt festgefahren? Alter! F1, Fahrzeug bewegen? Ah, okay. Karte. Hier bin ich. Da lag der Baum. Okay, wir müssen zurück. Okay. Ah, da ist der Baum. Ah, okay, wir haben gewendet. Wir fahren wieder in die Richtung. Perfekt, dann fahren wir jetzt links runter. So, wow. Uiuiui. Okay. Wo sind wir jetzt? Da, wir fahren die nächste links. Komm schon. Ja, hier links. Entschuldigung. Dann fahren wir jetzt einfach den Weg hier weiter. Das sind aber auch enge Straßen. Verdammt, 2 Minuten 43 habe ich noch. Das ist nicht mehr viel Zeit. Ich muss mich echt beeilen. Habe ich auch eine Schaufel dabei? Ich hoffe doch. So. Und da ist der Friedhof. Kann ich da reinfahren? Ja. Oha! Oha! Erstmal in Deckung gehen. Wo ist mein Inventar? Da, Pistole ist da, Munition ist da, Nummer 6. So. 3 Leute erschossen. Und die Schaufel haben wir auch dabei. Perfekt. Aber wo um alles in der Welt soll ich graben? Wo wird hier Schmuggelware sein?
Leute, gebt mir Tipps. Schreibt mir Tipps in die Kommentare. Ach nee, es hilft mir ja nicht mehr. Schreibt es trotzdem rein. So, wo ist es? Gibt es hier irgendwo Stellen, die aussehen wie hier? Ah. Oha. Sag mal, wieso treffe ich denn keinen einzigen? Oha! Kein Wunder, dass ich hier, Okay, haben wir. So. Ich war ausgebuddelt genug. Ich kann es nicht öffnen. Weil ich keine... Ah, nehmen wir die Schaufel noch auf hier. Ah, jetzt. Ich dachte schon, weil ich keine Axt mehr habe. So, das war eins. Aber wo sind die anderen? Sind hier noch mehr so Erdhügel irgendwo? Komm schon. Ja, Schmuggelware finden. Auf Friedhof ist mein Hobby. Hier buddelt man doch gerne rum. Mitten in der Nacht. Das Schönste, was man tun kann, ist auch mitten in der Nacht auf dem Friedhof rumbuddeln. Einfach so alles aufgraben. Alles umgraben. Mal ein Knöchelchen finden. Mal ein Steinchen finden. Mal ein paar Drogen finden. Was auch immer hier so. Da, nee. Ich dachte, hier. Das sieht gut aus. Das sind jetzt schon wieder. Armatura. So, hier wird nichts, der Rouge abgeknallt ist vorbei. So, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich finde hier nichts. Das war eine Schaufel, die kaputt gegangen ist. Okay, ich habe noch eine Schaufel auf der 5. Nee, da finden wir nichts. Das ist irgendwie leer, das Loch. So, wo finden wir hier noch mehr Löcher? Auch nichts oder was? Alter! Leco mio! Ey, sag mal. Oh, da ist auch nichts. Wo sind denn diese Löcher? Ah. Alter, wo kommst du denn her? Schwede. So.
So, das war das nächste Loch. Jetzt fehlt nur noch eins. Hier waren wir schon, dann muss es mehr in der Mitte sein. Dealer auf der Friedhofsmauer, holla di ladio, stört die Gäste bei der Trauer. Holla di ladio. Da. Du, 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 du. So, ab hier. Matura. So, wo sind wir jetzt? Ah, komm, wir fahren direkt hoch zur Polizeistation. Da können wir direkt unser Inventar. Achso, kann ich jetzt ordentlich machen. Gut. Wir fahren direkt zur Polizeistation und geben unseren Fund ab. Lauf weg oder begegnen besiege die Gegner. Oh, wow, 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 wow. Ich besiege die Gegner, indem ich weglaufe. Yes, sir. Na, das war doch easy. Yes, ma'am. Links. La, lü, la, la. Einmal Tor auf, bitte. Yes, sir. Atteite, Varijo Kommandiero. Guten Tag, Genosse. Ich habe Beute für dich. Wie? Das war's. Oh. Ja, das war's mit einer weiteren erfolgreichen Folge von Contraband Police. Ich habe es geschafft, mein Auto so weit kaputt zu fahren, dass es explodiert ist. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bis zur nächsten Folge. Ciao.